Nom 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 und Hallöchen, ihr Lieben, zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir futtern da jetzt mal. Ja, Vollgas, fertig. Gibt's ja schon ein neues Erste-Hilfe-Dings? Ist noch nicht fertig, ne? Dann sollte ich vielleicht mit den Heilen noch sparsam sein. So, wir werden jetzt weiter. So, findest du es auch? Na? Also, das gehört sich jetzt überhaupt nicht. So viel dazu, ich spare mir mal das Heilen auf. Saufig. Da. Bevor es mich doch tötet. Ungeheuer. Ich wollte Blei suchen. Aber ich glaube, das ist keine so schlaue. Ich wollte Fasern auch noch machen. Mann, bin ich doof. Essen gekocht, aber die Fasern vergessen. Und dann bin ich gewesen. Das ist hervorragend. Das ist richtig hervorragend. So, also. Ich möchte bitte gerne Faserngewebe herstellen. Danke. Und braucht man das Silikon? Ich mach's einfach mal. Zweimal. Ich habe keine Ahnung. Werkzeuge. Das Feldmesser hätten wir schon, da hätten wir was. Schwimmflösselchen, Medikit können wir jetzt herstellen mit den Fasern. Aha. Okay, na. Ich wollte diesen Strahlenschutz haben. Da brauche ich jetzt noch Blei, wie immer noch. Blei, Blei, Blei. Scannen sollte ich nebenbei auch, glaube ich, Dinge. Das brauche ich jetzt alles nicht herstellen. Da kann ich hier getrost. Ich bin voll, ne? Egal, wir haben hier Platz. Können eigentlich, kann meine Ausrüstung kaputt gehen? Das, was ich anhab? Na. Ich hatte schon Angst, dass das sich verbraucht. Na, da habe ich Glück gehabt. Okay. Aber, warte. Was kann ich denn noch herstellen für Kleidungsgeschichten? Ausrüstung. Außer den Anzug nur noch die Taucherflaschengeschichten. Ich hasse es, dass man Blei braucht. Das ist nicht schön. So. Aber was willst du machen? So. Ich vermute mal, dass dieses besagte Blei in irgendwelchen Höhlen drinnen ist. Und ich vermute auch, dass ich dafür leider Gottes Dingens brauchen werde. So, mal Luft. Diese Röhrchens. Jo. Das befürchte ich jetzt mal ganz stark. Ich hoffe, dass es jetzt bald mal hell wird. Vorne ist, glaube ich, schon so eine Höhle, ne? So. Basenduft haben wir genug dabei. Ich fange gleich wieder ein paar Fischis. Ah! Wenn ich sie erwischen würde. Upsi. So. Wegen Essen und so, ne? Oh, nein, nein. Böse, 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 böse. Autsch. So. Du hast aber gleich jetzt was, oder? Das hat er nicht irgendwas immer für uns gehabt? Ich glaube, da kann ich meinen Scanner wieder auspacken, ne? 30 Seconds. Ui. Sauerstöffchen fehlt auch noch. Ja. Gut, dann holen wir halt mal ein Feuerdings. Den könnte ich nächstes Mal probieren, das Löschmittel. Na, du wirst auftauchen. So. Wenn mich so ein Bombenviech angeht, dann glaube ich mal irgendwo, ne? Habe ich nur wieder mal vergessen. So, hier haben wir
diese Geräusche, ne? Was haben wir denn hier? Kalkstein. Wie viel Platz haben wir noch? Ein bisschen. Ich dachte, ich probiere es mal. Oder ich hätte mehr draufhalten müssen. Was haben wir hier bekommen? Kupfer, glaube ich, ne? Ja. Luft ist auch schon wieder knapp. Ich muss mal raus hier. Oh, finde ich hier noch raus? Oxygen. Ja. Na, die da. Jetzt hatte ich schon Angst, dass ich nicht mal rausfinde hier. Weiter geht's. Ich brauche unbedingt Blei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Kombination sein könnte. Silbererz. Geilo. Silbererz. Ich bin schon mal glücklich. So. Bist du ein Fischi zum Essen? Glaube ich nicht, ne? Silbererz gefunden. Es besteht natürlich wieder die Hoffnung, dass wir hier auch ein bisschen Blei finden können. Mit Glück. Wenn ich gut suche, genau suche. Und Titan. Und auftauchen. So. Naja, wir immerhin schon mal Silber gefunden. Na, das ist ja schon mal was. So. Ja, wenn es hell ist, kann man das Ganze gleich viel. Hoppala, das kann kein. Viel leichter erkunden. Ich kann ein bisschen Sauerstoff noch auf, auftanken, würde ich sagen. Und dann nochmal schauen, ob wir da Blei finden. Weil jetzt haben wir schon Silber gefunden. Hurra, hurra. Jetzt vielleicht nur noch Blei. Es kann aber auch sein. Na, das glaube ich nicht. Blei ist schon ein Erz, oder? Das ist jetzt kein, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte doch mal schauen, ob diese Scheibendinger. Na, ich suche jetzt einmal eine Blaupalme. Ich sollte doch mal scannen, ne? Oder? Ich will keine Luft. Na, was schon. F muss ich nicht, ne? Also nur das selber scannen. Warte, wie kann ich jetzt. Infiziert! Gott sei Dank. Hinhalten, einfach nur mit der rechten, ne? Geht nicht. Bäh? Luft holen. Blub, blub. Bitte einmal Luft. Egal. Genau, ich kann ja auch das Licht nutzen im Dunkeln, ne? Ich bin so schlau. Ach Gott, jetzt wird's schon peinlich. So, was wollte ich jetzt? Genau. Nochmal reinschauen in diesen Höhlen, ob wir Glück haben und Blei finden. Vielleicht noch ein bisschen mehr Silber, wäre auch nicht schlecht. Mal. Komm, geht schon. So. Passt. Dann schauen wir mal. Ob wir was finden. Wer? So geht auch nichts, okay. Das ist keine Höhle. Zocki. Hier drin wird, denke ich, auch nichts sein, ne? Ja, glaube ich nicht. Auf jeden Fall sollte ich auch mal wieder nach Hause gehen. Theoretisch. Haben wir hier. Jetzt muss ich, glaube ich, bald niesen. Das Doofe bei dem Headset ist. Ich kann nicht so schnell muten, wie ich niesen müsste. Ich will aber nicht niesen. Da erschrecke ich immer die Leute. So, ich will da jetzt mal wieder eine Höhle. Wo, wie bin ich denn da jetzt geschwommen, dass ich nicht mehr eine Höhle finde? Du, da ist was. So. Was? Achso, das ist nur Licht. Lol. Ich dachte schon, hey, eine geile große Erzfläche. Da ist aber was. Halt. Getan.
wieder Kalk. Da haben wir wieder Kalk. Da vorne ist wahrscheinlich wieder Kalk. Quarz. Zack. 30 seconds. Ja, ja, ich tauche schon auf. Bin ich froh, dass es diese Warnungen gibt. So, wie voll sind wir? Ja, ein bisschen trinken können wir zwischendurch. Dann ein bisschen was zum Essen haben wir gefangen. Gesund sind wir überhaupt nicht. Aber wichtig ist das Silberding hier. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Fasern wollte ich eigentlich auch sammeln. Blei, Fasern, alles brauche ich, alles. Wenn ich nur wüsste, wie so ein Bleivorkommen ausschaut, ne? Wäre auch schon geholfen. Auftauchi. So, wir schauen mal aus, wie voll sind wir? Voll, voll. Voll, voll. Na, zwei Plätze werden noch frei. Wenn ich Glück habe, kann ich noch zwei Fische fangen, wenn ich noch auf dem Weg nach Hause bin. Ich glaube, das können wir mal machen. Da wäre auch wieder ein Erzen. Wahrscheinlich wieder Titan, Titan. Wahrscheinlich bin ich schon die ganze Zeit am Blei vorbeigeschwommen. Schlaufuchs, wie ich bin. Ich würde sie überhaupt nicht wundern. Ich hätte gern ein Mittagessen. Gupschi, gupsch, gupsch. Naja, wenigstens eingefangen. Das wird schon reichen für ein halbes Mittagessen. So. Platsch, platsch, platsch. Und einmal rein. So. Gut. Wir machen wieder alles nass, wie es gehört. Das heißt, wir kochen uns was Tolles. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Was hätten wir noch? Gerätschaften. Ja, ja. Ja. Ich werde ihn einmal bauen. Ich tue ihn tatsächlich unten hin. So, dass wir uns ein paar Sachen wenigstens noch hier reinbunkern können. Werkzeuge. Nein. Das haben wir hier noch schönes. Glas können wir machen. Machen wir auch gleich. So. Elektronik. Batterie würde ich sagen, machen wir auch einmal. So. Dann. Diese Energiezelle wäre halt cool, ne? Eigentlich. Warte. Warte mal. Habe ich noch so einen Schwammerl? Nein. Habe ich eine fertige Batterie? Niemals. Okay. Wenn ich eine zweite Batterie gehabt hätte, wäre kein Mod gewesen. Aber ich werde jetzt mal runtergehen ins Wasser. Plansch, plansch. Und werde einfach hier. Ich glaube, da könnte man das gut machen. Hier so. Den Behälter platzieren. So. Jetzt können wir hier ein paar Sachen reintun. Zum Beispiel. Einmal, zweimal als Reserve. Dann brauchen wir halt immer zur Rettungskapsel rauf. Was können wir noch tun? Äh,
Ich glaube, das lassen wir mal so. Da werde ich einfach nur unser Essen reintun. So ist, glaube ich, am gescheitesten. Dann brauche ich nicht immer hier rauftauchen. Sondern habe ich etwas Praktisches. Wenn ich es halt jemals wiederfinde. Ist ja auch nicht so sicher. Ja, jetzt geht's. Ah, die Taucherflasche mit hoher Kapazität unbedingt. Sehr gut. Habe ich die jetzt auch schon ausgerüstet? Ich hoffe. Medikit möchte ich nicht machen. Ich möchte die Fasern gerne aufbewahren. Na. Da haben wir den schon automatisch. Nein. Jetzt aber, glaube ich, ne? Mit hoher Kapazität. Genau. Standard. Bla bla. Genau. So. Gold. Ich habe keine Ahnung, was man mit Gold machen kann. Salz habe ich jetzt gar keins mehr, ne? Das wäre jetzt aber mal nicht schlecht. Salz zu kriegen. Wie schaut es mit Essen aus? Ja, Bill, was können wir tatsächlich essen? Jo. Das ärgert mich jetzt gerade. Das schmeiße ich jetzt dann weg. Oder ich tue es unten rein. Das ist jetzt hier. Wo habe ich sie? Hier. Ja, das mit dem Rohr ist ein gutes Werkdingens. So, das und das. So passt schon mal. Ja. Das Wasser nehme ich mit für uns und wenn ich was übrig habe, die Batterie haben wir noch da rein, dann glaube ich, passt das so. Ja, so glaube ich, ist okay. Oder warte, nehmen wir einen Fisch mit. Ich wollte, so, einen Fisch mitnehmen. So, genau. Ein bisschen Jause halten. So. Jetzt gehen wir nochmal Luft holen. So. Und jetzt gehen wir es an. Jetzt werden wir wohl hoffentlich dieses Blei finden. Das gibt's ja nicht. Es wird nämlich schon wieder finster auch. Jetzt haben wir auch mehr Luft. Das wird uns jetzt wohl. Da. Das wird uns jetzt ja wohl helfen. Messer. So, besser. So. So, jetzt passt's wieder. So, ein bisschen Luft holen. Und dann tauchen wir wieder rein. Vielleicht soll ich aber nicht hier probieren, sondern eine andere. Vielleicht mehr in diese Richtung probieren. Gut, schon. Luft. Das Schöne ist, wir verbrauchen jetzt scheinbar auch langsame Luft. Das ist noch besser. Wir haben jetzt nicht nur mehr, sondern wir verbrauchen sie auch langsamer. Hier haben wir unser Silber gefunden, ne? Ich denke jetzt klatsch. Kriege ich da was zu essen? Na, dann tue ich nur weh an den Armteufel. Und Selbstscan. Gibt es nicht den normalen Scanner auch? Doch, das müsste passen, ne? Na, das ist das Gleiche. Okay, egal. Irgendwas? Nö. Da hätten wir was. Blei! Yes! Glückspilz! Oh, da war was zum Scannen gewesen, ich Idiot. Dann halt beim nächsten Mal. Ui, ui. Verdammt! Ich dachte, wenn ich jetzt schnell genug wegschwimme. Ah, da haben wir ja Schwefel. Wusste ich doch, dass da was geht. So. So langsam brauche ich dann auch wieder Luft. So, hier war... Genau. War hier nicht noch irgendwo ein Erzelein? Oh, schon wieder. Ui, ich muss nach Hause. Wenn mich jetzt noch irgendwas trifft, ist es vorbei mit mir. Wow. So. Ja, was ist denn? Jetzt soll ich da nicht dran verlieren und fangen. Wo ist unsere Kapsel? Da drüben. So, ich brauche ein Medikit. Ganz schnell und flotti. Bevor ich hier noch verrecke. Wir haben Blei gefunden. Das will ich jetzt unbedingt schnell in Sicherheit bringen.
So. Und tschüss. So. So rein hier. So. Hui. Medikit. Bitte. So. Und die Firma dankt. Schön. Blei gefunden, aber nur eines halt. Wir brauchen zwei Stück. Aber besser eins wie keins. So. Den nehme ich mal mit und das Blei, das bunkere ich, weil sonst muss ich weinen, wenn das weg ist. Wenn ich echt verrecke und das ist nicht mehr da. Auch das wäre gut zu bunkern. Ich würde sagen, tauschen wir das so. Was er mit diesen Eiern machen kann, weiß ich sowieso noch nicht. Gut, das zu dem. Das heißt, wir haben schon ein Blei gefunden. Das ist sehr gut. Kann ich jetzt schon noch irgendwas bauen? Kreisluft. Was? Kreislauf-Tauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen. Absorbiert bla 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 und so weiter. Kabelsatz und Fasergewebe. Kabelsatz. Ist das hier dabei? Kabelsatz? Da. Silbererz zweimal. Okay, das könnte hinhauen mit der Zeit einmal. Jetzt brauchen wir nochmal Blei. So, ich bin immer noch leicht beschädigt. Aber das werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Ah, das ist eh für den Kopf. Ah, das ist cool. Das werden wir demnächst bauen. Sobald wir Silbererze haben zweimal, bauen wir das aber schon fix. So. Ich brauche Wasser und was zu essen. Ups, ich wollte dich fangen. Ich wollte dich fangen. Was bist du genau, das Ding hier? Zum Essen brauche ich glaube ich nichts. Zum Lagern habe ich glaube ich auch nichts. Na. Na. Okay, aber trinken sollte ich mal was. So. Viel gibt das Trinken halt auch nicht her, ne? So. Okay, dann würde ich sagen, wir befinden uns zum Glück, ne? Da wäre eine Höhle. Ich darf mal kurz aufzufüllen. So. Luft. Danke. So. Dann probieren wir mal unser Glück, ne? Kreaturenei nehmen wir halt mal mit. Mit Licht geht das gleich viel besser. Boah, schwer, ne? Ich muss nochmal nachlesen, wie ich dieses Viech hier stoppen konnte. Das habe ich natürlich elegantest wieder vergessen, weil ich schon über einen Monat oder was nicht gespielt habe. Ja, ist eh logisch. Ich fühle mich eh schon im Kreis. Ich bin schon am Verrecken, ey. Elendiges Mistviech. Boah, ey. Unglaublich ist das. So. Was für eine Gemeinheit. So. Jetzt habe ich schon Angst, hier weiter zu schwimmen. Ich denke, ich werde bald sterben. So, ich schwimme wieder nach Hause. Echt, das ist so ungeheuerlich, ist das wirklich. Ah, echt lästig, muss ich schon sagen. So. Schaut mal aus, das Ding. Herrschaftszeiten. Das ist echt lästig. Ich lese das jetzt nochmal nach. Das kann ja nicht sein. Warte, Wasser. Gefiltertes Wasser. So, das brauche ich eher als was zu essen. Das lese ich jetzt nach. Das ist mir jetzt wurscht. Wo war jetzt dieser Halt? So. Oben. Das mit der Aurora und silberhaltige Kabelsätze sind ein wesentlicher Bestandteil von vielen Basiseinrichtungen. Ja, Bildfotos könnte ich auch machen. Oh, also Screenshots. Okay. Datenbank. So. Wo sind sie denn, die Viecher? Die waren doch auch hier drin, ne? Oder? Einheimische Lebensformen. Ja, Viecher. Fallen die unter Fleischfresser?
Kracherfisch, ich glaube schon, ja, da ist es auf ich, genau. Vorwärtsgericht ist auch bla bla, Schwefelpflanze, Verteidigungsmethode, Konzentration von Schwefelsammel, bla bla, Zeitkörper, bla bla, was? Ne. Aha. Stasegewehr oder Stoßkanone soll man mitnehmen. Okay, die haben wir beide nicht. Darum kann ich mich auch nicht verteidigen, glaube ich. Oder? Reparatur? Nein, haben wir jetzt sowas, ne? Nee, nee. Ja, war klar. Mist. Nicht gut. Mist. Egal. So. Herstellen. Ah ja, den Säurepilz. Genau. Ja, ich traue mich jetzt nicht raus mehr, weil ich werde sterben, das weiß ich schon. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Glas wiederherstellen. So. Da werden wir den Säurepilz noch sammeln, wo ich immer glaube, von dem haben wir eh so viel. Aber dann könnte ich diese Energiezelle vielleicht mitnehmen. Und dann kann ich dann bei Notfall den Scan vielleicht wieder aufbessern. Das kann ich unten rein tun, wieder in die Box. Glaube ich. Ja. So, ich verdrück mich immer. Medikit, bist du fertig? Fertig, fertig? Jetzt? Aber jetzt. Komm, werd fertig. Ich will nicht meine Faser opfern für ein Medikit. Ich brauche aber eins, sonst werde ich sterben. Mau. Ja, gut. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Der hat auch nichts für uns, Gott sei Dank. Also übersehe ich ja schon wieder was, ne? Ich glaube, ich trinke mal was. Und essen können wir auch was. So, passt. So, ich hätte zuerst essen, dann trinken. Ach, ist doch wurscht. Verbraucht so und so Wasser, das Essen. Es ist auch irgendwie schade, ne, dass man nicht schlafen kann oder so. Ich will ungern die Faser opfern für ein Medikit. Wofür brauchte ich nochmal diesen Schwefel? War das auch viel was zum Herstellen? Bierscherzahn. Was habe ich schon mal bekommen? Wow. Nicht schlecht. Metallschrott. Na, da ist am. Kann man damit was kochen? Salzablagerung. Das ist alles mit Salz. Na, das verbraucht aber mehr. Da braucht es immer mehr Durchstich, glaube ich, ne? Seegleiter. Da muss ich, glaube ich, nochmal zurück. Unbedingt zurück. War dort nicht ein Seegleiter, ein defektes Seegleiter, irgend so irgendwas? Signalboje. Da muss ich aber sicher nochmal zurück, um das Ding zu holen, weil ich hatte, glaube ich, keinen Platz mehr, wie das ging, ne? In der Tasche. Da. Den Seegleiter haben wir ja gefunden, den kaputten. Ob ich da hätte was machen können? Mit Sicherheit, ne? Doof, wie ich bin. Ja, na gut. Ah, da stehen jetzt sogar die Prozent dabei. 87%. Bis er fertig ist. Also hat er schon. Das heißt, gute 20% noch, bis er falsch. Gute 10%, bis er fertig ist. Das warte ich dann noch ab und starte dann den nächsten Part mit etwas mehr Gesundheit. Und dann schauen wir mal, ob wir Schlingpflanzen noch wieder kriegen, ne? Diese für die Fetzen zum Herstellen. Ja. Schauen wir mal. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!